Gestern waren wir noch in Cusco, haben uns da ja den Machu Picchu angesehen. Und gerade sind wir so ein bisschen zügiger unterwegs, haben einen Nachtbus genommen. Hier nach, wie heißt das hier? Arequipa. Wir sind in Arequipa. Genau. Plop. Plop. Und hier seht ihr mal den Blick von unserer Dachterrasse auf die Vulkane. Cool, ne? Was wir hier so in Arequipa gemacht haben, zeigen wir euch natürlich auch. Hier gibt es ganz viel schöne Kolonialarchitektur zu sehen. Arequipa nennt man auch die weiße Stadt. Das ist alles aus weißem Sand. Das ist ja alles aus weißem Vulkangestein gebaut, die ganzen Kolonien. Das ist alles aus weißem Vulkanstein gebaut hier, die Kolonialgebäude. Ganz schön. Wobei das, glaube ich, angestrichen ist. Und sind dann heute Morgen angekommen und haben uns direkt hier so ein krasses Kloster angeguckt. Convento Santa Catalina, in dem schon in den 1500ern, im 16. Jahrhundert, ganz viele Nonnen gelebt haben. Mit der Außenwelt kommuniziert. Von wegen abgeschnitten von der Außenwelt. Die Nonnen hatten damals schon Wi-Fi. Waschmaschinen, Nebenlenker mit Calgo. So krass so ein Kloster sein kann. Und jetzt geht's morgen schon weiter. In den Colca Canyon. Wir haben noch nicht genug vom Wandern. Boah, es geht schon wieder so früh los. Wir steigen jetzt in den Canyon ab, ungefähr 1000 Meter runter, 4 Stunden. Ja, dann gibt's Mittag. Und hier leben die drei heiligen Tiere der Inkas. Das sind? Kondor, Schlange, Puma. Sau geil hier und sau schön. Wir laufen hier durch Kaktusfelder, durchs Kondor, nee was, durchs Kolkertal. Ist voll schön.
Kondortal mit lauter Kolkervögeln.